Offiziell darf der Patient 6 bis 8 Stunden nach der Operation aufstehen, je nachdem, wie er sich fühlt, wie der Kreislauf das mitmacht. Spätestens möchten wir, dass alle Patienten am nächsten Tag aufstehen. Eine Spinalkanalstenose ist ganz einfach gesagt eine Einengung des Wirbelsäulenkanals, des sogenannten Spinalkanals, bei der eben der Raum, in dem die Nerven und das Rückenmark in der Regel verläuft, deutlich eingeengt ist. Und diese Einengung führt zu Druck auf die Nervenstrukturen, zum Teil auf das Rückenmark, bedingt durch Verschleißerscheinungen, zum Beispiel ein Bandscheibenvorfall, verdickte Gelenke oder auch ein verdicktes Band. Und das führt zu einer Vielzahl von Symptomen. Da ich gerne in Bildern spreche, kann man sich das so vorstellen wie ein Tunnel, durch den die Autobahn verläuft. Wenn dieser Tunnel eingeengt ist, kommt es zur Störung des Verkehrs. Und so kommt es zur Störung der Nervenleitung und ja, zu Nervenschmerzen sozusagen. Ja, die Diagnose ist in der Regel sehr komplex zu stellen, weil die Symptome sehr unspezifisch und auch sehr vielfältig sind. Und man darf auch nicht vergessen, dass es auch andere Erkrankungen gibt, die ähnliche Symptome haben könnten. Also wie zum Beispiel Kniebeschwerden, Hüftbeschwerden, eine entzündliche Erkrankung des Nervensystems. Das sehen wir sehr oft als sogenannte Polyneuropathie bei Patienten mit Diabetes mellitus, also mit Zuckerleiden. Und nicht zu vergessen sind Gefäßerkrankungen, die sogenannte periphere arterielle Verschlusserkrankung in den Beinen, wo es auch zu Beinschmerzen kommt. Was auch wichtig ist oder wichtig zu wissen ist, dass diese Symptome schleichend sind. Die sind chronisch, sie sind auch langsam progredient, sodass es einer gründlichen klinischen Untersuchung bedarf, die Diagnose zu stellen. Natürlich spielen da bildgebende Untersuchungen wie das MRT, was ein Goldstandard darstellt, eine entscheidende Rolle, aber auch das CT ist hierbei sehr hilfreich, gerade bei Patienten, die nicht ins MRT möchten, weil es zu eng ist. Oder weil ein Schrittmacher vorhanden ist, der nicht MRT-tauglich ist. In der Regel reicht es aus, um den Patienten suffizient zu beraten. Und entscheidend für mich und auch noch viel, viel wichtiger als alles, was ich gesagt habe, ist die sorgfältige Anamnese. Genau zu erfragen, wo ist der Schmerz, seit wann besteht der Schmerz und was hat der Patient genau? Also ganz klassisch sind Schmerzen im unteren Rücken, die in die Beine ausstrahlen. Ein Zustand, den man als Lumboichialgie bezeichnet. Laienhaft sagt der Patient häufig, ja, ich habe Ichthyosbeschwerden. Weitere Symptome sind Taubheitsgefühl, ein Kribbeln, eine Muskelschwäche, Schwierigkeiten beim Gehen und beim Gehen über längere Strecken. Das ist eben entscheidend. Der Patient oder lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin, wer eben beklagt, dass er nach wenigen Metern, in der Regel 50 bis 100 Metern, kurz stehen bleiben muss, weil die Beine schwer werden, müde werden und danach die Belastung aufnehmen kann. Das könnte sehr gut zu einer Spinalkanalstenose passen. In der Regel ist es eben so, dass nach einer kurzen Ruhephase die Belastung wieder aufgenommen wird. Jetzt ein ganz kurzer Vergleich zu dieser peripheren arteriellen Verschlusskrankheit, die sehr relevant ist. Es ist eben so, dass bei der Spinalkanalstenose ein Stehenbleiben nicht unbedingt zur Schmerzlinderung führt, sondern vor allem ein von Überbeugen. Ne? Also bergauf gehen geht einfacher und vor allem Fahrradfahren, was man vielleicht früher nicht so gern gemacht hat, funktioniert bei einer Spinalkanalstenose relativ gut, weil das von Überbeugen führt zu einer Erweiterung des Spinalkanals, des Wirbelkanals und das führt zu Symptomlinderung. Ja, wie man heute weiß, ist die häufigste Ursache für eine Spinalkanalstenose eine altersbedingte sogenannte degenerative Veränderung, auf Deutsch gesagt Verschleißerscheinungen. Man wird älter, die Wirbelsäule wird auch älter, und das sind zum Beispiel Arthrosen der Wirbelgelenke, Bandscheibenvorfälle. Die Bandscheibe verliert im Verlauf des Altwerdens an Wasser, verliert an Höhe. Es kommt zur Kraftumverteilung, also quasi von vorne, wo die Bandscheibe und die Wirbel sind, nach hinten, wo die Bänder und die Gelenke sind und die Bänder und die Gelenke verdicken eben. So dass man sagen kann, dass der Spinalkanal, der Rückenmarkskanal und die Nerven in 360 Grad, so kann man das in der Tat nennen, eingeengt wird. Und ganz selten sind Traumata oder vielleicht angeborene Fehlbildung. Was man allerdings heute auch weiß, dass da gerade junge Patienten, die vielleicht eine genetische Vorbelastung haben, schon eher zu einer Spinalkanalstenose neigen können.
Und man muss auch den Patienten da wirklich ernst nehmen, weil oft sitzt er im Arztzimmer, in der Ambulanz und er hat vielleicht bei der Vorstellung keine Beschwerden. Entscheidend ist die Dynamik. Das muss man in der Anamnese gut herauskitzeln können. Ja, also konservative Therapiemaßnahmen sind in der Tat immer als erstes zu empfehlen, auch wenn wir gerne als Chirurgen operieren. Wir halten uns natürlich an Leitlinien, die eben besagen, dass man zunächst das konservative Spektrum ausgeschöpft, um eben die Lebensqualität deutlich zu verbessern. Dazu gehört auf jeden Fall die Physiotherapie, die da eine wichtige Rolle spielt mit Kräftigung einzelner Muskelgruppen, eine Schmerzmedikation mit nicht entzündlichen Medikamenten wie zum Beispiel Ibuprofen, Voltaren, Novalgien. Und man kann in der Tat sagen, dass konservative Maßnahmen gerade in frühen Stadien der Spinalkanalstenose sehr effektiv sind. Ja, aber, und das hier kommt das Aber, es hält nur kurzfristig. Und wenn es wirklich richtig, richtig eng ist, dann haben sie ein mechanisches Problem, so kann man sich das vorstellen. Und das führt oft letztendlich zu einer Operation, weil das können sie nur operativ behandeln. Man kann sich das so vorstellen wie eine Wunde, auf der man quasi ein Pflaster klebt und es hilft eben, die Beschwerden zu lindern, aber letztendlich heilt es die Wunde nicht sofort. Und so ist es eben mit Operation. Eine fortgeschrittene Spinalkanalstenose lässt sich operativ gut behandeln, konservativ eher die leichten Spinalkanalstenosen. Injektionen in die Bandscheibe, das haben wir früher gemacht, aber man weiß mittlerweile, dass es die Bandscheibe dauerhaft schädigen kann, insbesondere wenn es eine gesunde Bandscheibe ist. Und natürlich sind nicht alle Bandscheiben in hohem Alter auch erkrankt. Ne? Es gibt natürlich auch gesunde Bandscheiben. Dann gibt es natürlich die Hitze. Behandlung, die sogenannte Denervierung, Thermokoagulation, die zielt eben auf die Nervenäste im Bereich der kleinen Wirbelgelenke aus. Diese führen zu Rückenschmerzen. Sie können die Spinalkanalstenose damit nicht behandeln, sie können aber die Rückenschmerzkomponente sehr wahrscheinlich lindern. Das Problem der Ausstrahlung der Schmerzen in die Beine können Sie mit der Hitzebehandlung nicht suffizient therapieren. Hinsichtlich der Nervenstimulation, der gesunden sogenannten Neuromodulation oder Neurostimulation, wie wir das nennen, ist es so, dass es wirklich die allerletzte Wahl ist. Hat man was Ursächliches, sollte man das zunächst angehen, zum einen konservativ oder operativ. Die Neurostimulation hat dann einen besonderen Stellenwert, gerade bei Patienten, die vielleicht keine ursächliche Ursache für die Spinalkanalstenose, für den Rückenschmerz haben oder die bedauerlich vielleicht zu häufig operiert wurden und keine Schmerzlinderung erlitten haben. Therapieversager in der Wirbelsäulenchirurgie gibt es leider nicht so, gibt es leider ja in einer geringen Prozentzahl, aber zum Glück nicht so häufig. Und da spielt die Neurostimulation eine wichtige Rolle, weil das ist wirklich der letzte Ausweg für manche Patienten. Genau. Also eine Operation ist in der Regel notwendig, wenn die Spinalkanalstenose weit fortgeschritten ist, der Druck auf das Rückenmark, den Rückenmarkskanal, die Nerven enorm ist und natürlich konservative Maßnahmen vergeblich durchgeführt werden. Bei der Operation ist wichtig, eben also die Einengung, das mechanische Problem zu beheben. Das geht mit feinen Instrumenten unter dem Mikroskop. In der Regel wird diese Operation ausschließlich minimalinvasiv durchgeführt. Hier rate ich natürlich dazu, das bei einem Experten zu machen. Einfach jemand, der das häufig macht, viele hundert im Jahr zum Beispiel. Und da ist die Komplikationsrate dementsprechend sehr gering. Natürlich hat es da auch einen Fortschritt gegeben, eine Weiterentwicklung wie die Endoskopie, die wir hier durchführen, bei der eben der Schnitt anstelle von 2 bis 3 Zentimetern nur 1 Zentimeter ist und sie quasi mit einer Schlüssellochtechnik den gesamten Spinalkanal entlasten können. Vorteil für den Patienten, er ist schnell mobil, braucht weniger Schmerzmittel und kann früher nach Hause gehen. In der Regel, ob sie das endoskopisch oder mikrochirurgisch machen, der Patient bleibt nicht mehr als wenige Tage im Krankenhaus und ja, ist in der Regel spätestens am nächsten Tag. Ich bin da eher aggressiver, ich lasse die Patienten meist nach 6 bis 8 Stunden aufstehen. Das ist weniger das Problem, dass ich sie operiert habe, als vielleicht noch die Narkose, die noch ein bisschen nachwirkt. Und leichte sportliche Betätigungen können nach 4 bis 6 Wochen durchgeführt werden. Wann eben nicht operiert werden soll, ist, wenn man keine Ursache für die Beschwerden hat. Wenn die Beschwerden zu unspezifisch sind, wenn
die Anamnese vielleicht mehr als 10 Minuten dauert, weil der Arzt nicht genau versteht, wo jetzt genau das Problem ist. Also wenn Sie keinen Befund haben in der Bildgebung, die Symptome nicht passen, dann ist es natürlich ein Fehler zu operieren, weil das kann dem Patienten nur schaden. Ja, also Komplikationen sind sehr gering. Die Komplikationen beinhalten die Schädigung der Rückenmarkshaut. Man könnte auch Nerven schädigen. Es gibt Wundheilungsstörungen und Blutung oder Nachblutung, wobei dies oft Patienten sind, die vielleicht noch eine Blutgerinnungshemmer-Medikation einnehmen, wie zum Beispiel Aspirin oder Bauchspritzen. Und die könnten quasi, wenn das noch volle Wirkung hat, nachbluten oder wenn vielleicht noch eine Restwirkung sind. Aber wir haben das selber in unserem Zentrum analysiert der letzten Jahre. Wir können viele hundert Patienten überblicken, haben das analysiert über eine Komplikationsdatenbank und die Komplikationen bei uns zum Beispiel liegen zwischen 1,0 und 1,4%. Sind auch publiziert, sind öffentlich. Wir sind da sehr transparent. Wir wollen, dass die Patienten wissen, wie viel wir operieren, wie viele Komplikationen wir haben und was wir an Komplikationen haben. Entscheidend ist natürlich auch die Expertise. Das Operieren ist das eine, die Beherrschung der Komplikationen ist weitaus schwieriger und zum Teil auch entscheidend für den Patienten. Und das sollte man erst recht beherrschen. Genau. Also ich bin eher ein Vertreter der sehr modernen Wirbelsäulenchirurgie. Also früher nur als Anekdote hat man die Patienten wochenlang stehen lassen, liegen lassen, sitzen war nicht erlaubt. Man musste im Stehen essen. Bei mir gibt es da der unmittelbar nach der Operation keine Einschränkung. Man muss nicht auf dem Rücken liegen, man kann sich drehen, wie auch immer. Der Patient soll sich wohlfühlen. Das ist eben auch entscheidend für die Genesung. Also offiziell darf der Patient 6 bis 8 Stunden nach der Operation aufstehen. Je nachdem, wie er sich fühlt, wie der Kreislauf das mitmacht. Spätestens möchten wir, dass alle Patienten am nächsten Tag aufstehen, unter physiotherapeutischer Anleitung mobilisiert werden. Die Einleitung beinhaltet vor allem rückenschonendes Aufstehen und Bewegen, sowie rückenschonendes Hinlegen und rückenschonende Aktivitäten, wie zum Beispiel Heben aus den Knien und nicht vornübergebeugt. Es kommt auf den Patienten an, wie schnell er fit ist. Wenn Sie zum Beispiel Profisportler haben, die wir hier auch behandeln, dann ist es so, dass die 1, 2 Wochen später auf dem Feld stehen möchten. Sie verdienen schließlich ihr Geld damit. Wir empfehlen, dass spätestens nach 4 bis 6 Wochen eine sportliche Aktivität aufgenommen werden darf. Wir kennen aber auch Patienten, die nach 2 Wochen arbeiten gehen und nach 2 bis 4 Wochen leicht Fahrrad fahren gehen, leichtes Joggen durchführen. Entscheidend hier ist vor allem nicht die Empfehlung, die ich dem Patienten gebe, sondern wie sich der Patient fühlt. Der Patient kennt den Körper besser. Weder ich, der den Patienten operiert hat, noch der Radiologe, der vielleicht die Bilder gemacht hat, sondern der Patient. Er merkt, wenn es zu viel wird, dann tut es weh, dann kann es schmerzen. Die Heilung braucht sicherlich ein paar Wochen. Und wenn der Patient das Gefühl hat, dass die Beschwerden noch da sind oder vielleicht nicht so schlimm, aber dass es vielleicht wieder kommen könnte, weil hier zieht oder zieht irgendwas, dann muss man die Belastung dementsprechend anpassen. Aber da hat der Patient in der Regel ein sehr gutes Gefühl dafür. In der Regel ist die Prognose sehr gut, weil sonst würde ich den Patienten ja nicht operieren. Aber die Frage ist wirklich wichtig, denn die Prognose kann stark variieren und hängt vor allem von der korrekten Indikationsstellung ab. Entscheidend ist hier auch die Expertise des Wirbelsäulenchirurgen. Nur weil man jetzt ein Facharzt für ein bestimmtes Fach, wie zum Beispiel Neurochirurgie oder Orthopädie ist, heißt das nicht, dass man das perfekt beherrscht. Ne? Ich meine, jede Operation, finde ich persönlich, ist immer anders. Ich kann nie sagen, das ist jetzt was Einfaches oder das ist das, was ich jeden Tag 100 Mal operiere. Natürlich operiere ich sehr viel, aber ich habe immer das Gefühl, dass man sich immer an die individuelle Situation des Patienten anpassen muss. Und hierbei spielt die Expertise des Chirurgen eine wichtige Rolle. Und neben diesen beiden genannten Sachen ist natürlich der Gesundheitszustand des Patienten wichtig. Aber heutzutage, muss man ehrlicherweise sagen, verrichtet die Anästhesie eine sehr gute Arbeit, sodass wir quasi auch sehr alte Patienten behandeln. Also Patienten über 80 und 90 Jahre ist etwas, was wir wöchentlich sehen.